Die harte Linie des alten Mannes an den Machthebeln von Baden-Württemberg zeigt sehr deutlich, dass Winfried Kretschmann seinen Nimbus als grüner Landesvater längst aufgebraucht hat. Grüner Ministerpräsident riskiert Streit mit zahlreichen Gemeinden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, 74, Grüne, will Bau von Asylheimen, auch gegen den Widerstand der Gemeinden, erzwingen. Immer mehr Gemeinden wehren sich gegen den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte. Kretschmann droht nun Städten wie Tamm, Pforzheim und Ellwangen mit massiven Konsequenzen. Als letzte Möglichkeit müssten Einrichtungen auch gegen den Willen der Städte entstehen können, kündigten Kretschmann und das ihm unterstellte Justizministerium an. Ja, ich weiß, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Wir sind mitten in der Story. Trotz alledem, jetzt kurz abonnieren. Würde uns wahnsinnig helfen und euch nichts kosten. Also, jetzt abonnieren. Danke und weiter geht's. Wir müssen die Flüchtlinge unterbringen. Das ist eine Pflichtaufgabe, hatte Kretschmann zuletzt betont. Der Zustrom werde nicht abreißen, davon bin ich persönlich überzeugt. Und letztlich müsse jede Einrichtung auf einem Gemeindegebiet stehen. Wir haben keine gemeindefreien Gebiete mehr in Baden-Württemberg. Wilfried Kretschmann, der Mann, der der Bevölkerung bereits im vergangenen Winter Enthaltsamkeit predigte und den Umgang mit Waschlappen und Heizkörpern in aufwendig produzierten Werbespots erklärte, geht damit klar auf Konfrontation zu der Bevölkerung, denen er eigentlich im Rahmen seiner Tätigkeit primär verpflichtet ist. Die Skepsis vieler Menschen ist mittlerweile riesig, wenn ausgerechnet in ihrer Stadt eine Zwischenstation für Migranten entstehen soll. Zuletzt hatte der Pforzheimer Gemeinderat ein neues Asylheim abgelehnt. Bürgerproteste gab es zuvor bereits in Tamm bei Ludwigsburg. Das lange Tauziehen von Land und Stadt Ellwangen, um die Einrichtung dort, hatte erst ein Ende, als sich beide Parteien auf eine maximale Frist bis Ende 2025 einigten. Dann braucht das Land eine andere Lösung. Laut Kretschmann werden Überlegungen konkret verfolgt, wie sich das Land im Zweifelsfall gegen eine Kommune durchsetzen kann. Ein mögliches Instrument wäre neben der sogenannten Legalplanung, mit der Standorte aufwendig per Gesetz bestimmt werden, auch das Baurecht des Bundes. Es regelt Sonderregelungen für Flüchtlingsunterkünfte. Der Städtetag warnt davor, vom bisherigen Weg abzuweichen. Der Paragraph dürfe nicht überschwänglich genutzt werden, da die kommunale Planungshoheit verfassungsrechtlich abgesichert sei und ausgehebelt würde. Auch die Opposition zeigt wenig Verständnis. SPD-Innenexperte Sascha Binder warf der Regierung vor, seit 2016 für keine Reservemöglichkeiten gesorgt zu haben. Außerdem habe sie Misstrauen bei den Kommunen geschürt, weil sie Zusagen nicht eingehalten habe. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Röke warf Kretschmann vor, unwirsch und starrsinnig zu agieren. Er wolle mit dem Holzhammer vorgehen. So befördert er genau die Ablehnung vor Ort, statt verantwortlich den Dialog zu suchen. Für die AfD forderte deren Fraktionsvorsitzender Anton Baron, die Beschlüsse der Kommunen anstandslos anzuerkennen. Im vergangenen Jahr wurden laut Justizministerium 146.000 Menschen aus der Ukraine, 28.000 Asylbewerber und 3.400 Menschen im Rahmen der humanitären Hilfe aufgenommen. Dieses Jahr kamen bislang weitere 13.000 Ukrainer, 7.000 Asylbewerber und 600 sonstige Migranten, zum Beispiel ehemalige afghanische Bundeswehrhelfer, hinzu. Die harte Linie des alten Mannes an den Machthebeln von Baden-Württemberg zeigt sehr deutlich, dass Winfried Kretschmann seinen Nimbus als grüner Landesvater längst aufgebraucht hat. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt. Denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.